Ja, sehr gegrüßt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Jutze und wir spielen wieder Life After. Und ja, laut letzte Folge, also Ende der letzten Folge, sollte ich normalerweise in Supernova sein, in der Schule, wo wir halt das riesige Vieh da gekillt haben und so was alles. Ja, ist aber leider nicht so. Dieses Video existiert eigentlich auch. Und zwar dieses Video, was heute eigentlich rauskommen sollte. Ja, es ist aber ohne Ton aufgenommen worden. Ich weiß nicht, was da schon wieder los war. Auf jeden Fall komplett ohne Ton. Deswegen, ja, und so wollte ich das halt nicht raushauen. Ja, jetzt habe ich es gelöscht. Weil da war nichts wiederherzustellen, gar nichts. Also der Ton, den gibt es einfach nicht. Und warum er da überhaupt nichts aufgenommen hat, ich habe keine Ahnung. Deswegen, ja, habe ich mir gedacht. Ich erzähle euch einfach, was da passiert ist. Also, ich bin weiterhin durch die Schule durchgestapft, ne? Also von Etage zu Etage. Ich war wirklich in jedem Raum. Da waren jede Menge Kisten, die ich alle gelootet habe. Und dann war ich irgendwann auf dem Dach, habe von da aus ein bisschen ein paar Zombies abgeknallt und so, die irgendwo auf dem Boden rumgerannt sind. Da war ja ein Sportplatz dahinter. Und dann habe ich noch gesehen, auf der Minimap, da in der Nähe ist eine Drohne mit Helikopter halt, ne? In der Nähe von der Schule. So, dann bin ich runter. Bin fast ganz unten gewesen. Der Inventar, also ja, der Rucksack, der war komplett voll, randvoll. Voll mit geilen Scheiß, den ich überall gefunden habe. Ja, und dann kam da einfach in der Rinne gestratzt und hat ihr meint, mich einfach abknallen zu müssen. Komplett. Ey, weiß nicht, also mir ist echt die Hutschnur geplatzt. Könnt ihr gar nicht vorstellen, wie ich da ausgerastet bin. Also kannst du echt. Nee, das war überhaupt nicht schön. Aber leider ist das Spiel so, ne? Und da kann man halt nichts gegen machen. Ich hätte ihn jetzt auch abknallen können. Habe ich auch versucht, natürlicherweise, ne? Logischerweise. Aber ja, man weiß ja immer nicht, sind das freundlich oder nicht. Und ich kann ja nicht jeden wegkillen, der mir da irgendwo entgegenkommt, ne? So mache ich mir auch keine Freunde. Ja, fett geregnet hat es auch noch. Und so weiter und so weiter. Ich wollte eigentlich nur den Loot nach Hause bringen. Sichern hier zu Hause mehr nicht. Aber naja. Ja, und wie ihr seht, hier habe ich auch noch was gemacht. Also ich habe jetzt zwischendurch auch gar nicht weitergespielt. Ich habe einfach hasserfüllt das Spiel ausgemacht und habe es einfach erstmal nicht mal angefasst. Ja, so viel dazu. Dann werden wir die ganze Sache nochmal machen. Ich habe nämlich vor, jetzt mich erstmal wieder auszurüsten komplett. Na gut, die Nahrung, die müsste reichen bis dahin. Ich glaube, die Bären, die lasse ich mal hier. Die muss ich nicht unbedingt mitnehmen. Aber, also hier in den Kühlschrank rein. Hier müsste ich eigentlich umbenennen, ne? Dann heißt der Schrank einfach Kühlschrank. Kann man sich irgendwann einen Kühlschrank bauen? Ich weiß gar nicht. Dann kommt es hier einfach mit rein. So, die Beeren, die bleiben hier. Ja, Essen nehmen wir so mit, was wir da halt haben. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Marmelade. Hier haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen Essen drin, oder? Ja, da siehst du, also alle safe. Wir können ganz beruhigt nach Supernova. Und ich möchte mal, ich finde es ja schön, wenn Penny halt immer mitkommt und die ganzen Zombies lootet. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt öfter in Supernova sind, anstatt in Herbstwald, dann muss Penny halt immer hier bleiben. Und da habe ich mir dann gedacht, dass wir einfach mal Penny als Wachhund ausbilden lassen in 101. Und ja, dann bleibt sie halt hier. Mir wurde nämlich auch den Tipp gegeben, man kann hier aus meiner Base, kann man hier halt irgendwas stehlen. Ob es jetzt so richtig ist, weil ich war nämlich immer der Meinung gewesen, dass ja, dass ich hier sicher bin, wisst ihr, dass wirklich nur ich hier Zugriff habe und kein anderer. Aber ich denke mal, dadurch, dass ich das hier alles aufnehme und ein Let's Play davon mache, ist das halt ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, welche Daten gesehen werden, die man einfach eingibt, um irgendwo an irgendwelchen Orten zu kommen, wo man überhaupt nichts zu suchen hat, weißt du? Da kenne ich das Spiel leider viel zu wenig. Aber na gut. Wir werden jetzt trotzdem weiterspielen, mal sehen, was passiert. Im Endeffekt ist ja überhaupt nichts passiert. Ich kann mal gucken, ob in der Holzkiste noch Holz drin ist. Na gut, Holz wird jetzt nicht so, ja, nicht so das sein, was hier geklaut wird, aber eigentlich müsste noch alle da sein. Weil ich war jetzt eine ganze Zeit lang offline. Guck mal, Knochen sind noch da. Ob Knochen jetzt so wertvolle sind, weiß ich nicht. Das ist auch noch alle da und hier ist schon ein bisschen was Wertvolleres drin, als alles andere ist hier, ne? Meine ich jetzt nur mal. Und das heißt, hier war halt erstmal noch keiner drin. Soweit ich weiß.
Gut, alles klar. Dann haben wir das auch schon mal abgeklärt. Wir werden einfach so tun, als wenn die Folge überhaupt gar nicht gab. Ja, weiß ich nicht. Ja, es fehlt halt ein Stück, ne? Wenn du jetzt eine Reihenfolge so durchguckst, dann fehlt das halt, ne? Aber ich habe ja Bescheid gesagt, was passiert ist und warum das halt jetzt so ist, ne? Wir werden erstmal nach Fortuna und Penny zum Wachhund ausbilden. Will ich am liebsten überhaupt nicht. Ich würde sie auch in Supernova halt mitnehmen. Aber ist leider nicht möglich. Tut mir echt leid. Schweren Herzens muss ich dich leider ausbilden. Und zwar zu einem Wachhund. So, Fortuna 101. Da wollen wir nämlich sofort hinstarten. Dann machen wir das nämlich zuerst. Dann kann nämlich Penny zu Hause bleiben und bewacht einfach unsere Hütte. Vielleicht können wir dann auch eine Hundehütte bauen. Dann ist das alles ein bisschen, ja, besser gemacht alles, ne? Würde ich denn so ein bisschen besser finden. Okay. So machen wir das denn. Da sind wir dann auch schon angelangt. Sehr schön. Fortuna 101, lange nicht mehr gesehen. Nee, wirklich nicht. Vielleicht läuft hier gerade wieder irgendeine Aktion und irgendeiner fordert mich auf, irgendwelche Gegenstände einzusammeln hier irgendwo in der ganzen Stadt und die an irgendeinen Ort zu bringen, um irgendwie krassen Loot zu bekommen. Ach nee, das ist immer nur Rachel, ne? Ja, irgendwas will die immer noch von mir. Um mehr über Karawanenmissionen. Ja, na, das wollte ich irgendwann auch mal in Angriff nehmen, aber hier ist noch so viel zu tun im Handbuch, dass ich das gar nicht machen kann, ehrlich gesagt. Also da habe ich überhaupt gar keine Zeit für. Guck mal, ich will solche Infizierten besiegen. Und, ja, das mache ich nämlich jetzt. Infizierte besiegen. Okay, wir wollen jetzt wohin? Genau, zu dem Mädchen, was da oben steht, auf diesem Mauergesims und ja, sprechen. Sie weiß nämlich ganz genau Bescheid. Begleiterattribute. Attribute sind nämlich Wachhund, Suchhund oder Packhund. Aktuell ist nämlich, ja, aktuelle Gewohnheiten. Aktuell ist Penny ein Suchhund. War sie eigentlich schon immer gewesen. Ich werde sie jetzt zum. Geht gar nicht. Was? 1000 Gold? Bist du denn bescheuert oder was? Ey, die ist doch reich. Und das mit den jungen Jahren. Ey, wenn hier regelmäßig einer herkommt, ne, und irgendwas macht mit dem Hund. Na gut, wir brauchen also Gold, jede Menge. Wo kriegen wir das her? Warum haben wir das überhaupt so viel ausgegeben? Verstehe ich nicht. Ist auch egal, aber wir können auch verkaufen. Aber das, was wir jetzt dabei haben, das brauchen wir nicht verkaufen. Na gut, dann lassen wir das sein. Dann bleibt Penny eben erstmal noch ein Suchhund. Ich hab's versucht. Aber wenn wir zu wenig Knete haben, kann ich uns für. Okay. Dann wollen wir gleich mal zu Supernova. Aber von hier aus kommen wir da halt nicht hin. Ich will auch mal von der anderen Seite einsteigen, damit wir genau da aussteigen, wo wir gleich wieder einsteigen werden. So, das waren die 10 Minuten, die wir jetzt gerade voll verschwendet haben für gar nichts. Aber na gut, okay. Die Folge geht weiter. Die Folge geht weiter. So, dann steigen wir aus. Minjung. Wir sind zu Hause. Sehr schön. Hier zu Hause ist auch dunkel. Ach, scheiße. Na gut, Penny, du bleibst hier. Ich bin denn mal gleich wieder da. Ich will nur schnell zur Schule und da eben alle durchlooten und dann wieder ab nach Hause. Ich hoffe, das geht genauso schnell, wie ich mir vorstelle. Ansonsten, ja, könnte sein, dass ich wieder richtig Stress habe oder Stress kriege da in dem Gebiet. Aber na gut, okay. Wir werden sehen. Na gut, gut. Jetzt sind wir gerade noch. Ja, ich höre schon. Hier und da ein bisschen was. Ich will mal auf den Map gucken. Die Schule war ungefähr. Ja, ist doch die Schule hier, ne? Na klar, dann brauchen wir nur eintreten. Die Drohnen sind auch bald da. Also schnell rein hier und dann gleich wieder raus. So, dann wollen wir mal. Ich hoffe, es wird alles gut laufen. Ich habe nämlich die große Befürchtung, dass wir hier viele Probleme bekommen. Okay, warte mal. Von da sind wir gekommen, ne, beim letzten Mal. Da war auch das riesige Vieh drin. Jetzt gibt es das nicht mehr, weil wir haben es ja gekillt. Nein, das war, glaube ich, irgendwas ganz Besonderes. Ah, ich höre schon wieder hier irgendwelche Schüsse. Waren das Schüsse? Ja, na klar, hier in die Richtung. Ich hoffe, der hat nicht auf mich abgesehen. Ich bin nämlich überhaupt kein Feind. Ich bin eigentlich immer in friedlicher Absicht hier. Aber wenn der auf mich schießen will,
Dann schieße ich zurück. Ja gut, die Etage komplett durchgucken oder eine Seite hoch, andere Seite wieder runter? Ich würde es so machen, ne? Dann werden wir die Seite hoch, gucken uns einfach mal die komplette Seite an. Von Raum zu Raum und so und ja, andere Seite wieder runter. So, hier ist keine Kiste, da ist ein Raum, da ist ein Raum. Ich weiß nur nicht, von wo was kommt. Warum ist kalt? Verstehe ich nicht. Warum ist es kalt? Nur weil es nachts ist oder was? Hier haben wir auf jeden Fall keine Truhe. Also wird es hier nichts geben. Kann auch sein, dass das jetzt alles weg ist, weil ich das ja schon alles geloot habt, ne? Geloot habt. Ja, na dann haben wir, hat sie das wohl erledigt, war? Jetzt können wir durch die ganze Schule gehen und haben nichts mehr davon, weil ja eigentlich alles auch wieder weg ist. Scheiße! Ey, kotzt mir so ein bisschen an. Möglicherweise sind die verschlossenen Truhen alle noch da. Hier müsste irgendwo einer rumliegen. Auch nicht. Ja, da, ich habe eigentlich alle gekillt, ne? Ist das hier eine? Na klar. Na endlich, eine. Wenigstens eine. Ich weiß gar nicht, was hat man überhaupt im Inventar? Ich glaube aber gar nicht viel, ne? Ich nehme mal alles auf. Jetzt fängt an zu pissen, ey. Glaub es nicht. Das hat mir jetzt auch. Oh, neu gefehlt. So, die ist zu. Hier ist offen. Da ist aber niemand drin, oder? Hallo? Gut, da befindet sich auch nichts. Hier auch nicht. Hier hinter irgendwas? Nee, auch nicht. Hätte ja sein können, dass die irgendwie was verstecken, die Spielehersteller. Ja, hier in der Nähe befindet sich jemand. Und zwar, da ist Hu, also wird er hier drin sein. Hallo? Bist du da? Hier ist keiner. Ich habe gedacht, weil sonst habe ich hier mehr begegnet. Oder sonst bin ich hier mehr begegnet. So. Abwurfflugzeug aufgetaucht. Wird jetzt irgendwo was abgeworfen? Eine super Loot-Kiste oder so? Ich weiß es nicht. So, dann wollen wir mal weiter hoch. Und hier geht es nämlich auch schon wieder raus. Alles klar. Soweit so gut. Oder auch nicht gut, weil draußen regnete ganz schön. Ich werde mal trotzdem rausgehen. So. Zombies befinden sich hier keine. Da ist nämlich nur eine Leiter, die war ich auch schon mal oben. Aber. Und von hier aus habe ich dann halt hier ein paar Zombies abgeknallt. Ja, war jetzt nicht so erfolgreich. Ich habe ja auch nichts bekommen dafür, weil. Ich kam ja da nicht runter. Ich kann jetzt nicht hier rüber, glaube ich, auf der anderen Seite und dann von der anderen Seite wieder rein. Ich glaube, das war möglich, bin mir aber nicht sicher. Genau, ich bin hier über die Dachspitze rüber. Da unten, ich weiß nicht, ob ich da wieder hochkomme, ist da eine Leiter? Jetzt bin ich doch runterhüpft. Aber nee, wir kommen ja über dieses Gerät da wieder hoch, alles klar. Hier ist nämlich, ja, Hauptschlüssel, alles klar. Hat sie auch schon wieder erledigt, scheiße. Na gut, dann müssen wir eben hier weiter. Erstmal hier hoch, zack, hüpf. Na, hüpf doch mal, Digga. Geht doch, danke. Aber wenn wir jetzt hier bloß welche abknallen, dann bringen wir sie bloß, ja, unnütz irgendwie auf. Und deswegen machen wir das lieber nicht. Ganz langsam, vorsichtig. Ich will hier nämlich nicht unbedingt runterfallen. Na! Ja, alles klar. Gut. Haben wir das auch schon mal erklärt? Ganz langsam und vorsichtig. Ey, bin ich ein Depp. Aber guck mal, ey, mal gut, dass wir hier runtergefallen sind. Das nehme ich mit. Sieht aus wie eine Waffenkiste. Bitte, bitte eine Waffe. Nee, natürlich nicht. Alter, aber Gold. Na klar, dann können wir Penny doch nochmal ausbilden. Mal gut, dass wir hier nochmal Gold gekriegt. Nee, das ist Geld. Ich weiß nicht, ob Geld Gold ist. Aber ich glaube nicht, Gold sind diese Goldbarren, ne? Na gut. Oh, wir haben ganz viel Leben verloren. Was denn du? Ich werde mir mal einen Verband anlegen. Ah, Vierer haben wir bloß noch. Das ist scheiße. Na gut. Aber muss sein. Wir wollen hier nicht halbtot durch die Gegend rennen. Und guck mal, reicht ja aus. Guck. Wir sind ja fast wieder voll. Gut, dann wollen wir mal hier rein. Hallo? Wir sind jetzt wie weit runtergefallen? Weiß ich gar nicht. Ich würde gerne. Oh, guck mal an. Ah, so viel, Alter, was geht ab? Ressourcenergänzung? Nice. Hat die Energie abgelegt oder so? Kann man sowas machen?
dass einer das gedroppt hat, um das hier kurz zwischenzupacken, lagern oder sonst was. Oder der hat sein Inventar aufgeräumt, weil er irgendwie wertvollere Gegenstände hatte. Hier oben waren wir schon gewesen. Waren wir hier drinnen? Nee, waren wir auch noch nicht. Wir würden jetzt eigentlich normalerweise von ganz oben kommen. Also gehe ich mal nach ganz oben und dann werde ich mal Stockwerk für Stockwerk nach unten durchgucken. Da drüben ist das eine Kiste, eine Loot-Truhe. Da, wo jetzt der Dings drauf ist, sieht nämlich fast so aus. Ich höre aber Böses. Ich weiß nur noch nicht von wo. Also von hier nicht, wahrscheinlich hier unten. Ich will ja auch nicht runterfallen unbedingt. Ich wollte gerade sagen, ich sehe hier überhaupt gar nichts. Na gut, ja, dann lassen wir das mal. Ja, wir könnten jetzt die Leiter hoch, macht aber keinen Sinn, von da werden wir jetzt hier kommen. Also geht's hier einmal runter und ja, dann gucken wir uns mal in der Etage um. Linke Seite waren wir schon gewesen, also geht's jetzt rechts hier einmal lang. Da hinten ist ein Zimmer und hier vorne ist ein Zimmer. Hier befindet sich auch niemand drinne. Kann nämlich sein, dass einer einfach rausgerannt kommt oder so. Ich weiß nur nicht was. Es hört sich nämlich an, als wenn hier irgendwo immer in der Nähe ist. Da ist niemand, da ist niemand. Hört sich mir an wie schwere Bauchschmerzen. Magen-Darm oder was? Niemand da. Und es wird wieder hell, sehr schön. Was ist das denn? Sah gerade fast so aus, als wenn man die irgendwie mitnehmen konnte, die Flasche hier. Aber dem war nicht so. Ich hoffe, es sind die da unten, die hier so ein rumst. Alter, was? Moment, muss ich nochmal. Nee, alles klar. War bloß ganz kurz Grafik irgendwie verschwunden, keine Ahnung. Na gut, nehmen wir einfach mal so hin. So, hier vorne waren wir drinne, da auch und da ist noch eine Tür, da werden wir auch noch mal rein. Kann sein, dass die hier einfach spawnen, glaube ich, oder? Da bin ich mir auch nicht so sicher. Ah, genau hier Musikunterricht. Pass auf. Und wie war das? Das war doch wunderschön, ne? Ich habe gesehen, da konnte man Musik auswählen. Nicht, dass er dann aber hier irgendwie in meine eigenen Dateien reingeht und dann irgendwelche Songs raussucht oder so. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Vielleicht ist es auch einfach irgendwas random, was nur das Spiel betrifft. Keine Ahnung. Deswegen wollte ich nicht unbedingt ausprobieren. Aber es war doch wundervoll. Es war einfach himmlisch. Hier oben ist noch ein Radio, das kann man aber nicht. Nee, Klobis, Klavier. Ja, mehr ist hier nicht drin. Alles klar, es war aber eine Erfahrung wert. So, wenn wir jetzt runterkommen, dann werden wir 100 pro jemand begegnen, weil ich habe nämlich schon ganz viel gehört von dort unten. Ja, hier auf der rechten Seite, ne? Wo bist du denn? Hier nicht drinne, aber. Ey, komm nicht durch die Tür, was denn? Jetzt. Keiner da. Nee, die sind alle draußen, glaube ich, ne? Irgendjemand schießt hier rum. Ich will nicht, dass er auf mich irgendwie aufmerksam wird, deswegen verhalte ich mich ruhig. Hier ist auch eine Lootkiste drin, aber die ist verschlossen. Auch scheiße. Ja, die stand, glaube ich, beim letzten Mal auch schon hier. Mann, ey, ich habe hier voll Probleme, mich zu bewegen. Hauptschlüssel. Wir haben keinen Hauptschlüssel. Na, müssen wir sein lassen. Die Türen sind alle verschlossen, aber hier in der Mitte ist noch offen. Sonst ist hier nichts weiter, glaube ich, ne? Nee, ist nichts. Die bleiben für immer zu, also hier können wir nichts machen. Und hier ist noch eine verschlossene und ein Klavier auch noch. Können wir aber nicht benutzen. Hauptschlüssel haben wir nicht. Wo wir den finden, weiß ich nicht. Vielleicht, keine Ahnung, finden wir den? Oder wird uns der gegeben oder so? Wenn wir eine Quest erfüllen oder sowas, keine Ahnung. Das überlasse ich dir. Du das weißt. Und mir das in die Kommentare schreiben könntest. Nix hier. Niemand. Da nicht. Hier nicht. Hier waren wir drin, ne? Weil wir sind hier reingekommen, haben uns hier umgeguckt und haben dann beschlossen, die Treppe da drüben hochzugehen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde mal hier nochmal reingehen. Hier scheint aber nichts weiter zu sein. Ne, hier waren wir schon gewesen. Alles klar. Hier ist.
auch niemand. Wieder eine verschlossene Ressourcentruhe. Scheiße, dass hier mal alle verschlossen sind. Okay, hier geht's nicht rein. Da ist zu, da war... Dann rennt ihr da rum. Hier draußen 100 pro auch. Ja, und hier drüben haben wir schon alles leer, ne? Oder alles weg. Ja, hier ist alles erledigt. Gut, ja, dann ist hier nichts weiter zu erledigen. Das ist nämlich das, was ich noch unbedingt machen wollte. Dann würde ich sagen, hauen wir erstmal wieder ab nach Hause. Wir werden das alles zwischenlagern zu Hause oder einfach die Drohne mitschicken. Aber wenn ich irgendwie die Folge beende, dann möchte ich schon gerne irgendwo in Sicherheit sein. Ich muss mal kurz mich hier wieder reinbegeben. Dann öffne ich die Map, um da einfach mal reinzugucken, ob ich... Nein, es ist keine Drohne hier. Also müssen wir sogar noch warten und ja, können halt nichts machen jetzt aktuell. Und das ist halt scheiße. Oh, oh, was ist das? Ja, und in der letzten Folge, ja. Ich komme hier runter, ich weiß gar nicht, bin ich hier oder andere Seite? Ja, komme ich hier runter die Treppe. Hab mich noch gewundert, was das für ein Gerät ist da. Das ist halt so ein Getränkeautomat oder irgendwie so wartet, ne? Ja, eine Soda-Maschine. Ja, und ja, dann kam hier einfach einer rein und bäm, weg. War ich gekillt. Lag denn da? Ups. Das war ein Versehen. Jetzt kommen sie alle, wa? Nee, aber da sind Ausrufezeichen. Das ist bestimmt ein Feind oder so wartet, ne? Na gut, ja, ich würde gerne die Folge beenden, aber wenn ich die Drohne nicht finde, dann geht es halt auch nicht. Ja, alles blöd ein bisschen. Ist leider aktuell nicht drin, deswegen, was heißen die blauen Punkte? Sind die auch drin? Ja. NSC. Achso, da müsste denn hier im Gebäude? Achso, da ist so ein Nachbargebäude, genau. Stimmt, ich glaube, da bin ich auch rüber gewesen. Ich würde sagen, ich werde mal hoch zum Dach und dann zeige ich euch das, was ich in der Folge, die eigentlich jetzt sein müsste, was ich noch gesehen habe, beziehungsweise gemacht habe. Da war doch so ein Seil, wo man rüber schwingen konnte, beziehungsweise wo man sich da, genau dort. Und da war ich natürlich auch drüben. Ich werde mich mal hier in die Ecke stellen, die Folge beenden und gleich die nächste Folge aufnehmen, damit das halt so einen Übergang hat, ne? Damit ich halt nicht... ja, du weißt schon, was ich meine, damit ich halt nicht gleich erstmal sterbe hier, weil ich morgen erst aufnehme oder so, was weiß ich. Ne? Also, du weißt schon, was ich meine. Gut, dann sag ich mal schon mal schönen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ja, und bis dahin. Ciao.